Mein Name ist Wolf-Dieter Batz. Ich vertrete die Firma Textbook World aus der Schweiz hier im Kraichgau. Und was wir hier zeigen, das ist ein Produkt aus einer Schweizer Rezeptur auf der Basis von Holunder, Wein, der durch mehrere Vergärungsprozesse geht und mit Kräutern angereichert, dann in einer Champagnervergärung landet. Und was herauskommt, kann man hier jetzt in dem Glas sehen. Das nennt sich Tee Sirop. Tee tatsächlich als Tee, weil zum Teil auch grüner Tee eine Rolle spielt. Und Sirop, das französische Wort für Holunder. Es ist eine völlig neue Getränkeentwicklung durch die verschiedenen Substanzen, die beigegeben werden, jetzt als naturreine Kräuterkomposition entsteht ein zunächst schockartiges Erlebnis, wenn man die Bitterstoffe wahrnimmt, die eigentlich für einen Champagner überhaupt nicht zu erwarten sind. Aber man kann natürlich dem Ganzen über die erste Hürde hinweg helfen, wenn man die verschiedenen Empfehlungen von auch preisgekrönten Likörherstellern beispielsweise jetzt hier gemacht haben. Einen Quittenlikör vom Produzenten Rühl in Mühlhausen im Kraichgau darunter legt. Dann hat das eine fantastische Wirkung, weil der Likör, der eigentlich eine süße Komponente hat, die auch kaum einen Kontrapunkt, kaum einen Widerpart enthält, plötzlich mit einem fast provozierenden Bittergeschmack unterlegt ist, sodass das plötzlich von dieser langweiligen, süßen, wenngleich natürlich leckeren Quitten Geschmacksrichtung ein Gleichgewicht bekommt, was dann dem Ganzen vor allem natürlich als Sommergetränk eine sehr erfrischende und fruchtige Note gibt. Das kann man werben über unsere Vertretung im Kraichgau. Ja, die Adresse für den professionellen Verbraucher, die Firma Il Dolce Farniente in Balzfeld. Balzfeld ist ein Teil von Dielheim im Kraichgau. Telefonnummer ist die 06 222 77 0315. Bestellungen werden allerdings nur per Fax entgegengenommen. Die Faxnummer für die Bestellung ist 06 222 77 0095. Hier vor uns jetzt Walter Karras. Er ist für die Planung zuständig hier auf dem Maifest in Dielheim. Die tolle Gewerbeschau. Herr Karras, läuft alles so, wie Sie es gewünscht haben? Ja, man muss sagen, es lief toll. Das heißt, die Aufstände von der einzelnen Zelte waren wunderbar gewesen. Die Leute waren rechtzeitig da. Man war sehr gut gefüllt. Selbst der Flohmarkt war richtig voll heute Morgen gewesen. Leider hat uns ein bisschen das Wetterstrich durch die Rechnung gemacht. Und der Flohmarkt hat sich halbiert, auf Deutsch gesagt. Und man sieht auch, dass nicht so viele Leute unterwegs sind. Aber von der Organisation her hat alles wunderbar gepasst und die Aussteller, glaube ich, sind auch so groß weit zufrieden. Und für die Zuschauer in 2 Jahren ist ja wieder das Gleiche hier. Bitte, wenn Sie in Dielheim sind, nicht Richtung Wiesloch abbiegen, sondern Richtung Industriegebiet. Aber wir haben schon gemerkt, es haben einige Leute schon nachgefragt. Wir werden mit Sicherheit jetzt irgendwelche markante Punkte machen, wie gerade die Einfahrt ins Industriegebiet, damit die Leute einfach besser hierher finden. Vielen Dank. Und alles Gute noch an Ihr Team von Karras Druck, Gestaltung und Druck mit Walter Karras. Gut, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. So, hier haben wir jetzt Lucy und Lucy hat ein Bild von einem Künstler. Wenn jetzt die Künstler das sehen, die haben auch die Möglichkeit, zu Ihnen zu kommen und ihre Bilder auf verschiedene Kleidungsstücke drucken zu lassen? Ja. Natürlich, klar. Aber der springende Punkt bei Belly Arts, Kunst am Bauch, das ist die Übersetzung ins Deutsche, ist eigentlich, dass wir das sogenannte UX, unverdient, unbekannte Künstler, in Verkehr bringen. In Verkehr bringen heißt, wir bringen sie in Bewegung auf Kleidungsstücken, auf Gebrauchsgegenständen wie Sporttaschen, Mützen, Sweatshirts, auch natürlich hochwertige Kleidung, die im Büro getragen wird. Das Wesentliche ist, dass Künstler damit ihre Reichweite vergrößern und gleichzeitig aber ihr Copyright nicht aus der Hand geben, ihr Urheberrecht nicht aus der Hand geben, denn die Belly Arts Editionen, wie wir das nennen, sind von limitierter Auflage.
Es gibt für jedes Werk eine sogenannte Künstlerpostkarte. Das ist zum Beispiel der Grottenolm von Jörg Stein oder eben der ewige Krieg von Barbara Lüsselschwab. Und da stehen hinten drauf sind die Adressen der Künstler und natürlich auch, was der Künstler zu diesem Produkt zu sagen hat. Diese Karten werden signiert und sind dann der Echtheitsnachweis für das Produkt, was vervielfältigt als Belly Arts in den Handel oder in den Umlauf kommt. Der Künstler hat jetzt Interesse daran, sich bei Ihnen zu melden. Wie ist die Adresse bzw. Telefonnummer? Die Adresse ist Belly Arts in Wiesengrund in Balzfeld im Kraichgau. Und die Telefonnummer ist 06-222-77-0315. Aber Bestellungen werden nur per Fax entgegengenommen. Die Faxnummer ist 06-222-77-0095. Was habe ich da eben gehört? Sie mögen TV Überginal? Ja, das ist schön, das ist eine gute Seite, da weiß man immer, wo was wann ist. Vielen herzlichen Dank. Und wie finden Sie eigentlich die Cocktailbar hier? Die ist klasse. Die ist super. Genau das Getränk, was Sie wünschen? Ja. Vielen Dank. Monika Heißler-Klug, Sternweiler Straße in Theienbach. Cocktailbar zum Mieten, mobil unterwegs, für jede Gelegenheit. Frau Klug, erzählen Sie mal bitte unseren Zuschauern, wie leicht Sie zu buchen sind. Einfach nur die Telefonnummer 01 76 953 24 075 anwählen und uns anrufen, bestellen und die Preise ausmachen oder was gewünscht wird. Wir versuchen alles nach Ihren Wünschen auszurichten. Und von Interessenten habe ich jetzt gehört, vielleicht ist es ja auch wahr, dass also ein Verein 20% vom Umsatz bekommt, der muss nichts bezahlen, ein Verein. Und wenn jemand jetzt sie bucht auf einer privaten Party, sind 50 Getränke mit dabei? Jawohl, das haben wir jetzt so ausgemacht. My Body Feeling, Cosmetic Solution. Jetzt sind wir hier an dem Stand. Was haben Sie Schönes anzubieten? Hallo, mein Name ist Jutta Mechler und ich biete dauerhafte Haarentfernung an mit einer ganz neuartigen, modernen Lichttechnologie. Das heißt einmal mit IPL, intensiv pulsierendes Licht, SHR, Super Hair Removal und Radiofrequenz, wo nochmal mit Hilfe von Strom die Haarwurzeln zusätzlich erwärmt werden, sodass auch eine sanfte und schone, vor allem sehr schmerzarme, Behandlung garantiert werden kann, zu 95% auch die Garantie, dass die Haare dauerhaft entfernt werden. Man hat letztendlich ein besseres Körpergefühl, man fühlt sich einfach viel wohler, wenn eben halt keine störenden, lästigen Härchen mehr da sind. Sie können mich erreichen unter der Webseite www.mybodyfeeling.de und wir machen dort ein persönliches Beratungsgespräch und geben Ihnen dort nähere Informationen. Zu Ihnen kommen auch Männer? Selbstverständlich, gerade Männer, da ist der Bedarf momentan auch sehr hoch. Gerade junge Männer, ältere Männer, die wollen sich natürlich auch wieder jung fühlen, attraktiver fühlen. Viele stört es gerade im Sommer, wenn sie anfangen zu schwitzen, eben halt die lästigen Rückenbehaarung, die eben halt manchmal nicht gerade so schön ist oder Brust-Bauchbereich wird natürlich sehr viel behandelt oder auch natürlich mittlerweile sehr viel die Achseln und natürlich auch viele, viele andere Zonen, die man behandeln kann. Also Anruf genügt, bei Ihnen vorbeikommen, behandeln lassen. Ganz genau so sieht's aus. Ich biete hier auch natürlich noch eine Gratisbehandlung an, für, dass man das einfach mal testen, sich selber überzeugen kann von dieser schmerzfreien, schmerzarmen Methode, von der Lichttechnologie, die eben halt auch kein Laser ist. Viele vertun sich und denken, das ist Laser. Nein, das ist eine sanfte, reine, wirksame Lichttechnologie. Vielen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
Angekommen sind wir bei der Firma VBT und Rekond. Eine kurze Info an unsere Zuschauer. Ja, wir sind hier in Dielheim, ansässiges Erdbauabbruchunternehmen sowie Containerdienst, Bauschuttrecycling und Natursteine. Wir arbeiten hier für Gewerbekunde, für größere Objekte sowie auch für die kleine Gartenbauer und Häuslerbauer. Parallel dazu noch die Tongrube in Nussloch, die wir für die Gemeinde dort bearbeiten. Und auch dort die Rekultivierung mit belastetem und unbelastetem Material. Und auch noch weiterer Service? Weiterer Service, wir bieten an die Gestaltung von Gartenanlage in Form von Gabione, Ziersplitte, Ziermaterial zu verschönern und anzubieten. Dient auch als Schallschutz, richtig? Dient auch als Schallschutz zwischen den Gebäuden bei Reihehäuseranlagen oder bei Parkplatzanlagen, dass einfach die Steine, die den Schall absorbieren und das Ganze ruhiger gestalten kann. Anruf genügt und schon sind Sie an Ort und Stelle. Telefon? 06 3x die 2 98080. Das ist Industriestraße 6 in Dielheim, die Firmenadresse, wo Sie bedient werden, wie Sie es möchten. Vielen Dank für das Interview und noch viel Erfolg. Ja, dann wünschen wir gute Zeit und auf gutes Gelingen. Bis irgendwann. Feuerwehr Dielheim, der Kommandant Günter Mitsch. Was ist gerade eben hier gezeigt worden? Wir haben hier der Bevölkerung gezeigt, wie wir in einem Brandeinsatz im Innenangriff eine Zimmertür aufmachen. Das Klopfen, für was ist das?
Da bereiten wir uns vor und geben das Signal, dass wir in Kürze die Tür öffnen werden. So was nennt man Standardeinsatz bei der Feuerwehr? Das ist ein Standardvorgehen, wo wir dann eine Tür aufmachen, wo wir vorher fühlen, ob sie heiß ist, ob also hinten dran ein Feuer ist. Ein kurzer Tipp an die Zuschauer, was tun, wenn es brennt? Also Fenster und Türen schließen und den Notruf wählen, die 112. Über 20 Jahre sind wir schon in dem Filmgeschäft. Wir retten Ihre Videokassetten. Wir überspielen Videokassetten auf USB-Sticks oder auf DVD. Melden Sie sich einfach bei uns, bringen Sie Ihre Videokassetten vorbei und wir retten das, was noch zu retten ist. Marktstraße 89 in 68789 St. Leon Roth.